See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, about it. If you about it, yeah. Don't act like you are doing a favor. But honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later. So I'm about it. If you about it, yeah. My head has been spinning. I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so devastated. And I don't want no bullshit excuse, like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, wanna summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck if you're involved. 'Cause I'm about it. If you about it, yeah. Don't act like you are doing a favor. But honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later. So I'm about it. If you about it, yeah. Hold up, did you really think I'm about it? Say she wanna leave, but it's way too crowded. But I'll vibe with you, I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be your now, I could be your next. I could be the one to relieve your stress. When we talk about sex, she unzip that dress. Bless, maybe one day I could take it. Give it to me, 'cause I'm tired of waiting. I'm like the latest, number one play on your playlist. Don't trip at these other... Guys, 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 einen wunderschönen Was geht ab, ihr Spezietrinker? Und recht herzlich willkommen zum ersten Stream des Jahres, oder? Ich glaube, ersten Stream des Jahres. Ach du Scheiße, Alter. Ich war so lange weg. Ja? What's poppin', what's crackin', what's up in the hood, boys? Ich hoffe, euch geht's gut. Vorab schon mal natürlich vielen lieben Dank für die Follows in den letzten Tagen, Wochen, Jahre, wo ich nicht da war. Und natürlich auch einen wunderschönen an den kompletten Chat.
Hi. Erbsen, schön, dass du auch wieder da bist. Ja. Die Texte sind am Start. Einen wunderschönen. So. Ich muss ein bisschen was loswerden, ne? Ich habe euch ein bisschen auf dem YouTube-Channel verwirrt, glaube ich. Wir stehen in GTA. Obwohl ich noch gefühlt vor 2 Wochen in der Aufnahme gesagt habe, GTA mache ich nicht, ne? Ja, hi, jetzt stehe ich trotzdem da. War alles so gedacht und geplant. Und eine riesengroße Schnapsidee. Ihr seht Jeremy Pablo aka JP. Also sozusagen mein RP, Homie, Schatz, wie auch immer. Und ja. Wir zocken auf Sektor 5. Oder Sektor RP, sorry, nicht mehr Sektor 5, Sektor RP. Ja, auf dem Server. In Liberty City, wir sind in den 90er Jahren angekommen. Deswegen bin ich auch der freshe Dude, ne? Mit den freshesten Klamotten am Start. Nee, Spaß beiseite, gibt's noch genügend andere freshe Dudes. Und ihr müsst ein bisschen JP kennenlernen. JP ist nicht der JP, der hier vor dem Mikrofon sitzt, sondern JP ist der Dude, der so ein bisschen, ja, wie soll man den Typ beschreiben? Also ihr werdet ihn kennenlernen. Grob gesagt, JP ist der Dude, der so ein bisschen alles wissen will, aber sau vorsichtig ist und eigentlich auch keinen Bock hat, sich sozusagen ficken zu lassen vom Gesetz. Also eher so der entspannte Dude, der jetzt nichts groß Kriminelles tut, aber der auch manchmal ins Risiko reingeht. Ja? Sehr selten, aber wenn er ins Risiko reingeht, dann ist er voll drin. Das ist so ungefähr das, was JP bereits jetzt hier so in seiner Biografie drin stehen hat. Mehr noch nicht. Außer, dass er mit seinem dicksten Homie hier angereist ist. Und zwar mit Liam. Liam ist ein Ehrenbruder, den ihr natürlich auch kennt. Ja? What a fucking Dealer. Ist auch am Start. Und die zwei Homies sind zusammen aus der Schweiz eingereist in Liberty. Und haben sich so ein bisschen gemütlich gemacht. Und haben sich so ein bisschen rumgeschaut, wie man Geld verdienen kann, wie man Connections knüpfen kann. Und mehr nicht bis jetzt. Ne? Wir sind jetzt ungefähr seit Mittwoch am Start. Also noch gar nicht so lange. Wollt euch auch nicht so viel oder abnehmen sozusagen vom Ganzen. Denn soll ja ein Projekt werden, was dann auch auf YouTube ein bisschen verfolgt werden kann. Was auch allgemein so ein bisschen im Stream gemeinsam gezockt werden kann. Gemeinsam, ne? Beachtet bitte Backseat Gaming. Ja, aber wo ihr einfach mitchillen könnt und einfach mal das Schauspiel, das ganze Roleplay einfach fühlen könnt, schnappt euch Popcorn und genießt einfach diese Streams, die dann auch vermehrt kommen werden. Ja, mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Alles, was im RP passiert, kommt auf YouTube. Ja, also wer die YouTube-Seite von mir noch nicht kennt, JP zockt, ihr wisst, die Stars, bob, bob, pau, pau, Ausrufezeichen Social in den Chat. Mache ich extra für euch nochmal. Dann, ja, Digga, ich bin inkompetent. Dann einfach mal abchecken. Da wird dann alles nochmal, falls jemand irgendwas verpasst oder so, draufgeschmissen. In eine halbe Stunde Parts oder sowas komplett uncut. Also kann man sich dann richtig reinziehen. Ja. Wird auch ein bisschen die Massenabfertigung sein. Sage ich auch, wie es ist. Also da wird es einfach nur für die Leute, die sich nochmal was anschauen möchten. Ja, ansonsten relativ spontan, dass ich jetzt heute Abend stream. Ich habe die Stream-Genehmigung vom Server spontan bekommen. Und ich glaube gestern. Und eigentlich wollte ich heute gar nicht streamen. Aber doch, ich habe Bock. Und will mit euch so ein bisschen Liberty. Erreichen, ankommen. Keine Ahnung, Alter. Wortfindungsstörungen, wenn man lange nicht mehr gestreamt hat oder aufgenommen hat. Alter, die ist halt voll da, ne? Actually, ich hoffe, euch geht es gut. Und ja, wir starten rein, aber wie es sich normalerweise gehört im Stream, ne? Müssen wir natürlich mit was Richtigem anfangen. Ja. Alarm! Alarm! Und zwar das Richtige ist natürlich richtig. Artuz im Prime, im 16. Monat. Ey, vielen lieben Dank, Bro. Hahaha, he's alive, Alter. Pff, Digga, ich bin einfach der Profi, Alter. Was geht denn, Alter? Artuz. Tutz, wenn ich Tutz höre, denke ich immer an Tutzer, Alter. Das ist immer ganz, ganz wild. Von dem habe ich ja erst heute wieder eine Story angeschaut, Mann. Nein,
Aber wie sich natürlich gehört, einmal mit dem Prime, ne? Prime is not a crime, starten wir in den Stream. Aber natürlich auch, ne? Wie sich's gehört. Ich bin nochmal 3 Minuten kurz im Kopf, Leute, und dann geht es los. Genießt es. Den Medic, der Retter in der Not. Bewaffnet mit Pflaster, ein klein wenig Schrot. Ich hole dich zurück, keine Angst vorm Tod. Dafür will ich keine Kohle, denn mir reicht dein Lob. Sie nennen mich den Medic, der Retter in der Not. Bewaffnet mit Pflaster, ein klein wenig Schrot. Ich hole dich zurück, keine Angst vorm Tod. Dafür will ich keine Kohle, denn mir reicht dein Lob. Und da hat sie mich schon direkt an der Eier, hey. Sage mal so, gell? Also, wir spielen nicht mehr 1995, hä? Also warte mal, das war wieder ein anderer Scheißdreck. Und von der Schwabesegel und den ganzen Drecksackhaufen, was es halt so gibt, sind wir viel zu viele. Eine wunderschönen. Ja, wir sind in 2022 ab und zu ein bisschen auf den Kopf gefallen. Diese ganze, ist einfach, ich sag's doch, wie es ist, hä? Ab und zu, dass diese ganze Paralleluniversum und so, das steigt mir auch einfach über den Kopf. Wir haben zusammen geschwätzt auf dem. Ach so, du warst Maultaschkönigin, hä? Ah ja, vom Bürger. So kürze ich das. Ich wollte es nur bloß sagen, ist alles wunderbar, gell? Einwandfrei. Ah, super. Gut. Also, der richtige Start in den Tag ist da. Ich sag's mal, wie ist, ne? Ich hab keinen Plan, was wir eigentlich heute machen. Das Erste, was ich immer mache, ne? Erstmal Nuke anrufen. Befindet sich im Flug... Achso, warte mal, mein Telefon befindet sich im Flugmodus. Ich muss erstmal schon sagen, ne? Ich bin der größte Dulli wahrscheinlich hier auf dem Server. Schauspielern kann ich. Ich hab einen Herzinfarkt vorgetäuscht bei einem Bankraub. Ja? Was war das? 24-7? Drauf, sodass ich safe durchkam. Wir haben halt nur nichts erbeutet und solche Sachen. Ja, also die Biografie von JP ist wild. Ich hätte sie gerne viel früher schon gezeigt. Aber, ja, sagen wir mal so, gell. Werdet ihr alles sehen. Ich hoffe, das wird ein cooles Projekt, ne? Willst du jetzt eigentlich den Job machen, wie du es damals letztens gesagt hattest, oder überlegst du dir was anderes? Keine Ahnung. Also, jobtechnisch, ich habe ja gesagt, ne, Real Life Sunny und, RP-Sunny, das wird wahrscheinlich nichts. Aber hey, wenn JP plötzlich hier, keine Ahnung, NATO-Erfahrung bekommt und Flashbacks von früher, also er ist Rettungssanitäter gewesen in der Schweiz. Ja, warum nicht? Dann soll er es halt machen, mein Gott. Das ist halt ganz klar. Also ich lasse den Charakter den freien Lauf. Wenn der da Bock drauf hat, der Charakter, dann hat der da Bock drauf. Aus welchem Schwab? Stuttgart. Natürlich, Mitte drin, weißt du? Hotspot. So, rufen wir mal den Dulli an. Im Zähler? Digga, seit wann stellst du dich denn mit... Digga, was wissen du eigentlich für ein Opferkind? Seit wann stellst du dich denn mit Namen, Vor- und Nachnamen vor? Schon immer, ich hab dich nicht gesehen. Du bist bei mir als unbekannt. Ja, Digga, weißt du, ich mach halt auf Sneaky Peaky, weißt du? Ja, Digga, du schon wieder Nummer unterdrückt, bub, Alter. Ja, ich hab heute schon mit... Ich da mit Namen. Nee, weißt du, ich... Anruft, da kommt's nicht gut, wenn ich sag Servus, mein Meister. Ja, doch. Nee. Doch. Ich sag immer pauschal, what's poppin', what's crackin', Alter. Und die Leute, die hassen mich dafür. So, aber ja. Du bist halt komplett inkompetent. Hallo, hier ist Liam Taylor. Das ist so, wenn ich sagen würde, hallo, hier ist Jeremy Pablo. Ja? Ey, Digga. Ja, so meldet man sich halt normalerweise. Nee, wenn man sich irgendwie fremd meldet, dann nennt man doch nicht seinen Vornamen, dann nennt man maximal seinen Nachnamen, du Dulli. Egal, anderes Thema. Wo steckst du, Bauer? Ich bin bei der Salien und warte gerade, dass du Uwe kommt und mir mein Öl abnimmt. Mahlzeit. Was hast du da für einen Preis ausgehandelt? Preis kannst du bei denen. Die machen immer Angebot-Nachfrage. Aber ich sag mal so, der niedrigste Preis ist bei denen 70. Und aktuell haben sie aber einen Preis von, ich glaube, 89. Ich habe 14 Öl, also die nehmen mich halt in ihre Kartei auf und dann überweisen die das Geld, weil das muss halt der Chef immer überweisen. Weil die einzelnen Mitarbeiter haben halt da keinen Zugriff drauf. Mhm. Also in den nächsten Tagen, exakt sobald halt der Chef da ist, überweist er dann das alles. Mit der ersten Fuhre habe ich glaube ich schon irgendwie 1, 2 oder so gemacht.
Und hast du meine SMS bekommen? SMS habe ich bekommen, habe ich auch gelesen. Aber nichts gemacht. Life Invader habe ich nicht gefunden. Also, die hast du nicht gefunden. Nicht gefunden. Da war keiner da. Digga, wo ich vorhin da war, war einer, aber dauerhaft war die scheiß Hauptnummer da belegt. Also ob einer auf dem Telefon wie er drauf eingepennt ist, Mann. Ja, schwierig. Und was war noch? Tyre Nuts habe ich angerufen. Der wollte sich nochmal melden. Weil die Chefs sind da anscheinend auch nicht da. Bruder, sorry, aber ich hab dir gerade kein bisschen zugehört. Nochmal was? Der Tyre Nuts habe ich angerufen. Ah, die Bitches. Die LKW-Gedönsverkäufer. Aha. Der wollte mich noch zurückrufen, weil irgendwie seine Chefs nicht da sind. Er hat gesagt, sobald jemand da ist, der was sagen kann, meldet er sich. Bar, Keeper-Job, habe ich gesagt, Bruni, nein, danke. Bruder, ganz kurz. Also ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber du erzählst mir hier gerade keinen kompletten Lebenslauf. Also anstatt du mir jetzt einfach kurz sagst, wo du bist, was gerade geht. Das habe ich dir schon am Anfang des Jobs, am Anfang des Telefonats gesagt. Ach so, du bist hier bei... Das ist ein Stück Scheiße. Ja, ist in Ordnung, Alter. Stallion. Stallions. Ja, ja, gut, easy. Ich komm im Bell Iris kurz rumgefahren, Bruder. Hab den ausgepackt, hast du gesehen? Hab Bell Iris wieder da. Gesehen, hab ich gesehen. Ah, Bruder, weißt du. Der Fuhrpark musste vor der Tür stimmen, so. Ja, ja, klar, Digga. Ah, Bruder, ja, Heide Ackermann, bis gleich. Heide Ackermann, bis gleich. Break. Ey, ohne Spaß, ne? Wenn man mit Dealer telefoniert, das ist das Schlimmste, was es gibt. Der Typ, halbe Lebensstory. Gut, ich höre ihm halt auch nie zu, aber das ist egal. Leg einfach auf, den kann niemand mehr hören. Ah, Bruder. Bisschen. Wie komme ich eigentlich jetzt hier wieder hoch? Bin doch hier gerade so voll stylisch runtergelaufen wie der letzte Dulli. Ah, da hinten. Ah, ja, stimmt das. Ja, also. Wie ihr schon jetzt mitbekommen habt, also einfach nur, um nochmal ein bisschen die Biografie aufzufrischen. Jeremy tickt gerade so ein bisschen mit Öl, Liam auch, weil das ist so das Einzige, wo wir gerade effektiv Geld rausholen. Wir haben schon Jobs gemacht und. Da hatte heute einen, also Liam hatte heute einen Vorstellungsgespräch. Hören wir uns gleich mal an, als Barkeeper. Ja, mal gucken. Ja, wie gesagt, wo die Reise uns hin führt. Aber Öl ist so unser Hauptding. Wir werden scheiß. Und Träume haben wir wie, als ob wir im Real Life unterwegs wären, ne? Das kann ich euch auch schon sagen. Also, was wir uns schon für Autos angeguckt haben, ihr werdet jetzt alles noch mitbekommen. Freut euch. Ja. Genau. Motor anzünden wäre schlecht. So. Dann, kurz hier für die Karte, ne? Ist nicht die normale GTA-Map, sondern ist die, GTA 4-Map. Also nicht die 5er, sondern die 4er. Liberty City. Sehr nice, ist was anderes, ist fresh. Und wir freshen mal hier zu Stallion. Ich glaube, das hätte ich auch so gefunden, aber egal. Scheiß drauf. Es ist irgendwie komisch, RP zu streamen. Sag ich auch. Also RP-Stream, muss ich mich dran gewöhnen? Weil ich so in drei Universen dann unterwegs bin. Real Life, Fake Real Life. Und RP. Also drittes Fake. Oh Gott, Alter, das ist... Wir bin durcheinander. Ansonsten hoffe ich, dass das mit dem Sound und so alles passt, ne? Ich habe vorhin mal eine Probeaufnahme kurz gemacht. Und da hörte sich das alles einigermaßen okay an. Falls ja, schreibt es mir einfach mal kurz in den Chat. Ansonsten, wie gesagt, genießt den Abend. Wer keine Erfahrung hatte irgendwie mit RP, einfach mal wirken lassen. Und wird auch noch alles ein bisschen fresher, ich werde noch eine Playlist raussuchen, eine gute, wo man dann auch mal während den Fahrten, wenn man nichts quatscht, so wie jetzt zum Beispiel, einfach mal auch Musik laufen lässt. Und, also. Baut sich auf sozusagen. So, easy. Ah, jetzt sind wir schon da.
Hey, what's poppin', what's crackin', Alter? What's crackin', Alter? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Aber ich muss. Magst du den Motor noch abstellen? Oder? Ja, mein Gott. Also, ich extra vorgekrabbelt, um meine Cap rauszuholen, dass meine Haare fresh aussehen, und jetzt kommst du hier mit Motor, Digga. Ich fahr V8, Bruder. So. Ja, kommen die oder was geht? Also erzähl mal, was war jetzt so? Was hab ich verpasst? Erzähl jetzt deine Lebensstory. Ich höre zu, Alter. Ja, also. Aber halt dich kurz, bitte. Gut. Ich bin aufgestanden, hab da einen Nutz angerufen. Der Typ hat gesagt, er meldet sich nochmal, wenn der Chef da ist. Ich war bei Bar. Ist übrigens schicke Bar, was der hat. Der hat gerade Lieferung auf uns Stallion bekommen. Hab gesagt, nee, Brudi, wird erstmal nichts. Hab mir auch da gar nichts angehört, weil ich da gar keinen Bock drauf hatte. Weil ich habe mir da gestern Abend auch nochmal Gedanken zu gemacht, und ja, Digga, wir wollen ja hier zusammen was machen, und dann scheiße, wenn ich da am Abend drin stehe, die Stars, bub, bub. Und wir haben ja jetzt. Warte mal kurz, du hast dir nicht angehört, wie viel Cash du bekommen würdest? Nee, aber aus Quellen weiß ich, dass, ja, sag ich mal, nicht der lukrativste ist. Ey, ist doch scheißegal, Digga, das wäre ein festen Satz gewesen. Wir wären keine Hartz-IV-Empfänger mehr, oder wie die Scheiße heißt. Da, wo ja, ich halt kostenlos diese Überweisungen bekomme. Alter, oh Bruder, ich muss dir eine Story erzählen. Ich heute aufgestanden, ja? Ja, jetzt warte mal, lass mal. Nee, kurz, Digga, deine Lebensstorys sind unnötig. Einfach unnötig. Nee, Bruder. Alles klar, Digga. Nee, ja, tschüss. Kannst gleich erzählen. Also, ich vorhin aufgestanden, an den Bargeldautomat gegangen, Bruder. Ey, einfach hat der die Karte eingezogen. Stand dran, ich bin reich. Bruder. Ich dachte mir so, ja, weiß ich. Ja, aber warum sagt mir der das? Ich die Servicenummer angerufen, dann kommen die halt, ja, Entschuldigung, aber sie müssen einen höheren Zinssatz ab sofort bezahlen, weil sie einfach zu reich sind. Und ich dann so, wie, ja, was? Halt. Ja, Digga, einfach schwierig, Alter. Ja, dann, bis ich wollte nur, ich muss ja auch ehrlich sagen, ne, ich wollte nur 1000 Dollar abheben. Digga, immer noch diese Flashbacks, Alter. Und einfach der übelste Dulli-Automat. Aber der hat es dann mir freigegeben irgendwann. Und ja, Mann. Easy. Jetzt hab ich Cash. So, ich wollte einfach dir nur die Bestätigung erzählen, dass ich fresh bin. So. Du sollst dir noch eine Agrarlizenz kaufen. Beim Lizenzamt habe ich auch schon gemacht, weil sonst könnte ich die Cops ficken, wenn du mit Öl rumhattierst. Was für eine Lizenz? Agrarlizenz. Bruder, ist die Scheiße illegal oder was wir machen? Was wir machen ist aktuell illegal, ja. Ja, ich hab doch gesagt, es ist illegal, wenn wir einfach nur hart Öl abzapfen. Ja, wenn du eine Agrarlizenz hast, dann ist das fresh. Sonst nimmt auch Stallion dir ungern was ab. Die prüfen das zwar nicht, aber... Ja? Sie fragen halt nach. Kostet was kostet der Scheiß? $250. Also okay, und muss ich da irgendeinen Test machen oder so? Ist das so eine Fachkundeprüfung oder ist es einfach nur hingehen, sagen, hier Cash, Bap, Bup, Auto zeigen? Ja, an so einen Automaten, sagst, Bup, gibst deine Daten ein und sagst immer, du möchtest das bitte einmal beantragen, und dann stellt er die auch direkt aus. Okay. Musst halt da ein paar Sachen bestätigen, dass du halt keine Scheiße brauchst und so, ne? Also irgendeine Scheiße halt unterschreiben, die ich eh nicht durchlese, gell? Ja, genau. Fresh. $250, könntest du auch... einen Waffenschein holen, wenn du willst, aber keine Ahnung, brauchen wir ja nicht. Digga. Es hat hier eh niemand eine Waffe dabei, so, warum auch? Ja, ja, also, Digga, kein Mensch hat eine Waffe dabei. Ja, ich verstehe es eh nicht, Alter. Ich weiß aber auch nicht, ob das in dem kleinen Waffenschein dabei ist, ne? Was, das, was ich in der Hand habe? Ja. Bruder, ich sag dir, wie es ist, das ist für meinen Sohn einfach, also für meinen ungeborenen Sohn. Die Spielzeugpistole. Der Sohn, der da ist. Ja, und wenn sie fragen wegen der Munition, ganz einfach. Die ist aus dem Theater. Ich spiele eine Rolle als fucking Gangster. Ich muss die Rolle fühlen, deswegen habe ich das dabei. Das sieht man alleine schon an meiner Handbewegung. Guck mal, wie ich das rausziehe. Bab, bab. Und jetzt, was los, Motherfucker? Ja? Jeder Dulli in der Stadt. Ja, ich bin halt ging. Skuske. Weißt du? Skuske, Alter. Ja. Und Brudi, wir brauchen definitiv irgendwas zum Lagern, ne?
Hä, sag ich doch die ganze Zeit. Sagst du die ganze Zeit, wir haben gestern drüber geredet. Ja, ich habe gestern zu dir gesagt, Bruder, wir da wo unsere Autos stehen, wir machen jetzt einfach unsere persönliche Hood. Ja? Wir sind die Black Boys, Alter. Unsere Autos sind schwarz. Wir sind die Black Boys, Alter, in der Hartz-IV-Hood. Ja, aber lass doch einfach alle Zimmer da mieten. Ja, ja, und das dann, Problem ist, die Dinger haben nur 60 Platz. Ja, wie 60? 60 Fässer passen da nur rein, meinst du? Nee, 60 Kilo. Ach, 60 Kilo? Der, ja. Der Aufzug dann, oder was? Ja, nee, in die Wohnung. Da kannst du maximal 60 Kilo reinpacken. In das Lager. Ist die Infrastruktur der Böden so beschissen, oder was? Ja, da passt nicht mehr rein. Oder? Ja, gut. Lohnt sich halt nicht. Wir brauchen halt irgendwas zum Lagern, aber das ist halt bis jetzt schwierig, ne? Der Wichser von Teilen Nuts ruft mir auch nicht an. Das ist belastend. Weil die sind halt selber hier die ganze Zeit unterwegs. Ja, warte mal kurz. Ich habe Hassgefühle gerade, weil das regt mich jetzt auf. Ich rufe jetzt erstmal beim Invader an. Nicht besetzt, halt Digga. Aus. Hey, was? Wer liefert was aus? Die ganzen Bars und so anscheinend. Wer, was? Nochmal was? Ich habe dir gerade echt wieder nicht zugehört. Die Typen von Salient, die liefern halt jetzt gerade selber aus. Ja, klar, ist Samstag. So. Ja, ist ja logisch, klar. Deswegen ist halt schwierig. Ja. Weil jetzt in der Zeit, wo ich hier schon warte, Alter, wäre ich schon wieder an der Pumpe. Ja. Ja. Bro! Ja. Piss dich doch nicht, Mann. Bleib doch einfach mal da. Ja, jetzt die Frage nochmal, wegen dem Lager. Sollen wir dann jetzt einfach mal gleich den Chili Vanilli machen und mal die Runde durchcruisen und mal gucken, was so abgeht und danach mal gucken, ob wir irgendwo eine Halle finden oder so? Die Frage ist halt, wie wir die bekommen. Wir gehen einfach zum nächsten Idioten-Immobilienmakler und sagen zu dem, Mashallah. Ja, hast du den Kontakt zu dem Immobilienmakler? Nein, oder? Du hast doch hier die Social Medias, Mann. Ich war zu dumm, um meinen Social Media Benutzernamen sich zu merken. Ja, schwierig. Und die scheiß Invader, die reagieren ja kein bisschen, Mann. Hast du eigentlich eine E-Mail-Adresse für diese Invader-Gedöns? Nö. Ja, haben die nicht einen Social Media Account mit einer E-Mail oder so? Ich habe schon aus Verzweiflung überlegt, mich einfach anzurufen, Mann. Eine E-Mail zu schreiben. Och, Digga. Komm auch schon durcheinander. Die Typen machen mich aggressiv, egal um wie viel Uhr ich da vorbeikomme. Nö. Besetzt, wir sind nicht da, wir haben Termine, lassen Sie uns in Ruhe, bitte belästigen Sie uns nicht. Die sind genauso schlimm wie die Influencer. Live Invader hat, weiß ich nicht, haben die keinen Account oder so? Also wenn die Social Media Plattform keinen Account hat, so eine Fanpage oder sowas, dann muss doch irgendwas stehen, Mann. Okay. So, Text Live Invader. So. Und der Carstenburg Immobilien, der ist ja auch auf der Klappkarte zu finden. Was für ein Gedöns? Von Carstenburg Immobilien. Carsten Immobilien, ja. Ne, der heißt von Carstenburg. Das ist so wie zum Beispiel von Laden. Ah, okay. Also jetzt nicht verwechseln mit Bin Laden, ne? Ich möchte es nur kurz gesagt haben. Ja, klar. Obwohl dem seine Preise vielleicht auch hochgehen. Was? Buchstabier mir mal den, wie man den schreibt. Also von Carsten. Ja, also Carstenburg. Carsten, weiß nicht. Mit K oder mit C? Mit C. Du hast doch mal bestimmt deutsches Fernsehen angeschaut, oder? Bestimmt. Ja, also. Und da gab es doch diesen Stahl, diesen Carsten-Stahl, genau so wie der geschrieben. Okay. Tschüss. Ja, keine Ahnung, finde ich nichts. Wie, also. Ja, finde ich auch im Social Media nichts. Ach so, warte. Wieso soll der kein Immobilien. Hat der eine Webseite? Soll ich dir das jetzt nochmal bestabieren oder bist du inkompetent? Nee, Digga, alles gut. Ja, okay, gut. Ich gebe einfach mal. Der heißt ja auch Carstenburg und nicht Carsten. Ey, der heißt Carstenburg, Mann. C-R-A. Wie C-R-A, Bruder. Safe ja, nicht. Von Carsten. Digga.
Digga, was ist das für ein Name? Ich bin inkompetent, Alter. Ja, du bist inkompetent. Leck mich am Arsch, Alter. Wie inkompetent kann man sein? Ja. Nefnet. Nefnet. So, Howard hier von Carstenburg Immobilien. Meine Fresse, dann findet man so. Du hättest ja auch einfach Immobilien tippen können. Ja, verspreche dir noch mehr. Ah, gut. Halt doch einfach dein Maul. Bruder. Euch wieder guten Tag gehabt, oder was? Du durftest extra auf der Couch pennen, Mann. Ich hab im Bett gepennt. Sie nennen mich den Medic, der Retter in der Not. Bewaffnet mit Pflaster, ein klein wenig Schrot. Ich hol dich zurück.